Ja, weiteres Video zum Thema Spannungssender. In diesem Video geht es darum, dass wir die maximale Kraft berechnen wollen, die hier an diesem Blech wirken darf, ohne dass es zum Rutschen kommt. Ja? Und diese maximale Kraft, die ist abhängig von vielen Variablen, hier angegeben, einerseits von der Handkraft FH, von der Hebellänge L, dem Winkel Alpha, unter dem sich der Kreisexzenter gerade befindet. Dann einerseits natürlich von dem Reibungskoeffizienten μh und dem Verhältnis R zu E, also dem Radius unseres Kreisexzenters und der Exzentrizität E. Schauen wir uns gemeinsam an, würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Also, wie immer beginnen wir erstmal mit den Gleichgewichtsbedingungen. Hier bietet sich natürlich Summe aller Momente um den Drehpunkt in D an. Summe aller Momente und der Punkt D muss gleich 0 sein. Schauen wir uns erstmal an, welche Kräfte wir hier im Einzelnen haben. Wir haben ja, wenn wir uns jetzt nur dieses Blech hier mal getrennt frei machen, ich zeichne das hier oben ein, haben wir hier einerseits diese gesuchte Größe F max und wir haben, da das Blech ja einerseits hier auf diese Unterlage hier aufgedrückt wird, eine Kraft Fn, eine Normalkraft Fn und hier unsere gleich große, vom Betrag her gleich große Kraft Fn'. Und aus dieser Kraft Fn und unserem Reibfaktor μh ergibt sich hier jeweils ein Fr und hier entsprechend ein Fr. Machen wir hier die Gleichgewichtsbedingung, Summe aller Kräfte in x-Richtung muss gleich 0 sein. Dann ergibt sich, dass das F max gerade 2 mal Fr ist, wir später als Ausdruck verwenden können. Schauen wir uns im Weiteren an. Summe aller Momente um den Punkt D. Wir haben einerseits natürlich diese Kraft Fr, die hier an dem Blech nach links zieht, ja, immer der Bewegungsrichtung entgegen. Das heißt, unsere Reaktionskraft, die an dem Kreisexzenter wirkt, die wirkt dann hier entsprechend nach rechts. Ich nenne das jetzt mal hier Fr'. Ja? Vielleicht kurz nochmal zum Verständnis. Plausibilitätskontrolle, kann das sein? Wir versuchen, dieses Blech hier nach rechts wegzuziehen mit dieser Kraft F max. Das heißt, durch diesen Versuch wird ja versucht, über die Reibungskomponente den Kreisexzenter hier gegen den Uhrzeigersinn wegzudrehen. Macht also Sinn, dass dieses Fr' nach rechts am Kreisexzender nach rechts wirkt. Ja? Am Blech selbst immer der Bewegungsrichtung entgegen, Fr, und die Reaktionskraft, Fr', dann entsprechend am Kreisexzender nach rechts. Wir haben außerdem hier am Kreisexzender die Reaktionskraft aus Fn', also unser Fn, und die wirkt so nach oben, das heißt, in dieser Stellung hier haben wir dann das Delta X als Hebelarm für unsere Normalkraft Fn. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch unsere Handkraft FH, die mit der Hebellänge L in Bezug zum Drehpunkt D wirkt. Wir können also jetzt unsere Momentengleichung aufstellen und sehen einerseits unser FH mal L, was im Uhrzeigersinn wirkt, also minus FH mal L. Dann haben wir unsere Normalkraft Fn, die gegen den Uhrzeigersinn wirkt, mit dem Hebelarm Delta X. Und Delta X ist eine abhängige Größe von Alpha. Und wir haben auch gegen den Uhrzeigersinn unser Fr'. Und unser Fr' hat den Hebelarm Delta Y. Also plus Fr' mal Delta Y und auch Y, oder das Delta Y ist abhängig vom Winkel Alpha. So, und das alles muss gerade gleich 0 sein. So, schauen wir uns erstmal an, wie man das Delta X bzw. das Delta Y ausdrücken kann. Bringe ich mal hier auf diese Seite das Delta X in Abhängigkeit von Alpha. Wenn die Exzentrizität unseres Kreisexzenters gerade auf der positiven Y-Achse ist, dann ist unser Delta X gleich 0 und unser Winkel Alpha gleich 0.
Das heißt, wir haben hier entsprechend den Ausdruck, Delta x ist letztendlich nichts anderes als unser e mal Sinus von Alpha. Kurze Plausibilitätskontrolle. Bei Alpha gleich 0 ist der Ausdruck Sinus von Alpha gerade gleich 0 und unser Delta x wird damit auch zu 0. Macht Sinn, Exzentrizität auf der positiven y-Achse, der Hebelarm Delta x wird zu 0. Das Delta y in Abhängigkeit von Alpha. Wie groß ist denn unser Delta y? Wenn wir auf der positiven y-Achse sind mit unserer Exzentrizität, dann ist unser Delta y ja gerade unser Radius r minus der Exzentrizität e. Beim Winkel Alpha gleich 0 ist also der Cosinus gerade gleich 1. Das heißt, wir können unseren Ausdruck bringen mit r minus e mal Cosinus in Abhängigkeit, r minus e mal Cosinus Alpha. Kurze Plausibilitätskontrolle, ob das stimmt. Wir hatten gesagt, bei Alpha gleich 0 ist unser Delta y ja gerade r minus der Exzentrizität e. Da bei Alpha gleich 0 der Cosinus gerade gleich zu 1 wird, haben wir hier unseren Ausdruck r minus e. Bei 90 Grad würde das Delta y ja gerade unserem Radius r entsprechen. Bei Cosinus von 90 Grad entspricht gerade 0, das heißt, wir haben nur noch unseren Ausdruck r. Setzen wir das also hier in unsere Gleichung ein und erhalten minus fh mal l plus fn mal e mal Sinus Alpha plus fr' mal, und für das y setzen wir ein, r minus e mal Cosinus von Alpha. Und das alles muss gerade wieder gleich 0 sein. So, für das fn würde ich gerne diesen Ausdruck hier einsetzen. Das wäre dann fr durch μ h, also minus fh mal l plus fr durch μ h mal e mal Sinus Alpha plus. Und für das fr' können wir, wenn wir das hier umformen nach fr, steht da ja f max durch 2. Das heißt, wir können das fr hier auch durch f max durch 2 ersetzen. Und hier das fr auch durch f max halbe ersetzen. Und das alles muss wieder gleich 0 sein. So, f max ist ja gesucht, das ist unsere gesuchte Größe. Wir stellen also nach f max um. Und f max muss demzufolge dann kleiner gleich sein als fh mal l geteilt durch e mal Sinus Alpha geteilt durch 2 mal μ h. Und plus r minus e mal Cosinus Alpha geteilt durch 2. Ja, und das ist jetzt letztendlich ein Ausdruck für f max in der Abhängigkeit eben dieser Größen, die alle in dieser Gleichung hier mit aufgeführt sind. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir gerne. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis die Tage. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind.